hält dieser Mann seit über 17 Jahren seine eigene Frau gefangen. Es gibt eine Menge Gerede über uns. Und wir verstehen das. Menschen sind neugierig. David Miscavige, der Vorsitzende von Scientology und der beste Freund von Tom Cruise. Aber verschweigt auch der Hollywood-Megastar den Aufenthaltsort von Shelley Miscavige, um die Geheimnisse der Sekte zu schützen. Wieso wurde Tom bislang nie gefragt, wo die Frau seines besten Freundes ist? Das ist doch die naheliegendste Frage überhaupt. Unser Reporter Dominik Mauer macht sich auf den Weg zu dem Ort, wo Shelley Miscavige angeblich seit 2005 gefangen gehalten wird. Twin Peaks, 2 Stunden entfernt von Los Angeles. Abgeschirmt von der Außenwelt. Überwacht mit hunderten Kameras, die uns sofort merken lassen, unsere Spurensuche ist hier unerwünscht. Ja, das ist die Security hier von Scientology. Also es passiert sofort einiges hier, wenn eine Kamera plötzlich auftaucht. Wir drehen hier auf öffentlichem Grund, machen uns also nicht strafbar, indem wir Privatbesitz betreten. Und dennoch soll uns dieser abgedunkelte Geländewagen einschüchtern, zeigen, dass sie uns beobachten. Aber was und vor allem wer verbirgt sich hinter diesen Zäunen? Journalist Tony Ortega beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Scientology und weiß, höchstens 15 Menschen arbeiten dort. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass die, die dort arbeiten, den Rest ihres Lebens dort verbringen werden. Eine von ihnen soll auch Shelley Miscavige sein. Seit ihrem Verschwinden vor 17 Jahren soll sie hier leben und für Scientology arbeiten. Verlassen haben soll sie dieses Areal nur einmal bei der Beerdigung ihres Vaters 2007. Seitdem angeblich nie wieder. Shelley Miscavige war eine der führenden Personen bei Scientology. Sie wusste, dass du Scientology gehörst. Und wenn der oberste Boss sagt, du lebst jetzt da oben in dieser Berglandschaft und wir werden nie wieder etwas von dir hören, dann machst du das. Ihr Verschwinden wird zum ersten Mal auf Tom Cruise Hochzeit 2006 zum Tuschelthema. Schauspielerin Leah Remini, die damals noch Scientologin war, stellt auf der Party die Frage, warum Tom Cruise bester Freund und Trauzeuge David Miscavige ohne seine Frau erschienen sei. Schon damals glaubt Remini, dass Shelley gegen ihren Willen in Twin Peaks gefangen gehalten werde und alarmiert deshalb die Polizei. Und angeblich sollen Ermittler sie hier in Twin Peaks sogar gefunden haben, aber dann wird es dubios. Ich fragte den Polizisten, ob Shelleys Befragung im Beisein von anderen Scientology-Mitgliedern stattgefunden habe. Und er sagte, diese Information ist geheim. Einige Jahre später sah ich Flyer, die Scientology verteilt hat, mit diesem Polizisten drauf, der sich für Scientology stark gemacht hat. Ganz schön seltsam, oder? Unsere Anfrage nach Shelley Miscaviges Aufenthaltsort bleibt unbeantwortet. Wir können nur vermuten, dass sich Shelley Miscavige hier aufhält. Ein Leben ohne Kontakt zur Außenwelt, mit Rundumüberwachung, mittlerweile wahrscheinlich sogar freiwillig. So skurril das auch klingt, es könnte die traurige Wahrheit sein. Dass Shelley Miscavige wirklich bereit ist, ihr Leben hier in den Dienst von Scientology zu stellen, um Ideologien über Aliens für die Nachwelt festzuhalten. Das Schicksal von Shelley Miscavige bleibt ein Rätsel, aber es ist auch ein mahnendes Beispiel dafür, wie Scientology Menschen manipulieren kann. There's a lot of talk about us.